Es ist Sonntag. Wir haben 3 Tage schulfrei. Heute, am Nationalfeiertag und am Jahrestag der Schule. Es hat schon lange nicht mehr so viel geschneit. Sieh dir das an, alles ist zugeschneit. Wir hatten lange nicht mehr so viel Schnee. Wir sind fast eingeschneit. Dann bleiben wir zu Hause. Bei dem vielen Schnee kann niemand mehr auf die Straße, nicht einmal Nakata. Heute wird uns niemand mehr stören. Mir ist kalt. Wir können gemütlich unter einer Decke liegen. Sie ist ja meine Schwester. Deck dich richtig zu, dann wird es dir warm. Wow. In dieser Frage müssen wir die weltpolitische Lage... Ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen Frosch verschluckt. An Feiertagen ist das Fernsehprogramm immer Mist. Ja. Ist dir die Heizdecke zu warm? Nein, sehr angenehm. Dann ist gut. Gesehen? Was? Wäsche? Ich meine, mir ist meine Unterwäsche aus dem Fenster geflogen. Und weg war sie. Ich habe hier keine Unterwäsche rumfliegen sehen und ich will jetzt endlich weiter. Aber ständig hält mich jemand auf. Meine Unterwäsche ist. Was interessiert mich Ihre Unterwäsche? Mich interessiert nur ein nettes, wunderschönes Mädchen. Ich komme aus Kanada extra hierher, um mich mit ihr hier zu treffen. Haben Sie mich verstanden? Wie niedlich. Alles ist so ruhig. Ich glaube, der Schnee schluckt den Lärm. Der Schnee erinnert mich an einen Winter in Kanada. Kanada? Mhm. Du denkst an einen Winter in Kanada? Ja, bist du mir eigentlich böse? Nein, warum denn? Miyuki hat selten etwas über ihre Zeit in Kanada erzählt. Nicht wahr? Dir ist die Halsdecke zu warm. Ach. Ach. Ja, ich verstehe. Einen Moment, das haben wir gleich. Ich komme. Warte mal, Miyuki. Ja? Ich mach die Tür auf. Und ungebetene Gäste schicke ich gleich wieder weg. Aha. Hallo. Hallo, Masato Wakamatsu. Aber wer sind Sie denn? Oh, ich liebe rohen Fisch und Algen und Soja. Was? Und auch Miso-Suppe und Tofu mag ich gern. Hören Sie auf damit, lassen Sie mich runter. Hallo, Miyuki. Oh, meine wunderschöne Miyuki. Meine geliebte kleine Miyuki, mein kleines, zartes Baby. Meine Güte, wer ist denn das? Der sieht ja aus wie ein Monster. Miyuki! Wo willst du hin, Ryuchi? Draußen liegt doch meterhoch Schnee. Ich habe so ein dummes Gefühl. Mein Junge, du hast dich erkältet. Eigentlich erfreulich, weil man doch immer sagt, Dummköpfe erkälten sich nicht. Was du jetzt brauchst, ist erstens viel Schlaf, zweitens Medizin und drittens Mutterliebe. Du hast dich fein gemacht. Wo willst du denn hin? Was? Ach, ich wollte mir nur eine Stange Zigaretten kaufen. Ich habe genügend Zigaretten gekauft. Sie reichen bestimmt für ein Jahr. Für ein ganzes Jahr? Ich habe eine Stange umsonst bekommen, weil ich gleich so viele gekauft habe. Oh, da kann man nichts sagen. Du bist schon eine clevere Frau. Und was soll ich mit den Fotos? Ich will, dass du endlich heiratest, verstanden? Sieh dir die Bilder genau an. Da ist Miss Kartoffel, da ist Miss Reis, Miss Pudding und Miss Krabben. Es sind Schönheiten aus der ganzen Welt. Oh, mir wird schlecht. Mein Name ist George John Paul. George John Paul, da fehlt nur noch Ringo Starr und du wärst die Beatles. Was? Frag ihn mal, warum er hier ist. Ich weiß nicht. Irgendetwas hat dieser Riese vor mit Miyuki. Sag mal, George, warum bist du nach Japan gekommen? Aber Miyuki, ich bin gekommen, um dich mitzunehmen. Mich? Aber natürlich. Du willst doch nicht etwa sagen, dass du unser Versprechen vergessen hast? Ich habe dir eine handgeschnitzte Puppe geschenkt und du hast mir als Antwort Kekse gebacken. Oh. Aber ich kann nicht heiraten. Ich gehe noch zur Schule. Ich bin 17 Jahre alt. Das macht nichts. Ich kann nicht ohne dich nach Kanada zurückkommen. Ich warte, bis du Ja sagst.
Was heißt Puppe, Kekse? Ich verstehe das nicht. Was soll das? Aber Miyuki, was bedeutet das? Da gibt es ein ungeschriebenes Gesetz in seiner Heimatstadt. Ich habe das ja auch nicht gewusst. Was für ein Gesetz? Ein Mann macht einen Heiratsantrag mit einer handgeschnitzten Puppe und ein Mädchen antwortet mit Keksen. Aber das ist doch kein Versprechen. Doch, eine handgeschnitzte Puppe heißt, willst du mich heiraten? Und die selbstgebackenen Kekse bedeuten, ja, ich will. Und was muss ein Mädchen backen, wenn sie nicht will? Das weiß ich doch nicht. Der Junge holt dann das Mädchen ab und sie bereiten gemeinsam die Hochzeit vor. Hier gibt es so einen Brauch nicht. Hier wird nach unseren Gesetzen geheiratet. Er sagt, dass er nicht in seine Stadt nach Kanada zurückkehrt, ohne mit mir verheiratet zu sein. Er geht nicht nach Hause? Nein, er will so lange warten, bis ich einverstanden bin und ihn heirate. Wo will er warten? Doch nicht etwa hier. Hör zu, Miyuki. Ich lasse niemals zu, dass du ihn heiratest und womöglich noch nach Kanada auswanderst. Mir ist egal, aus welchem Land mein Mann kommt. Du meine Güte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hallo. Wo gehen Sie denn hin bei diesem Wetter? Bist du nicht so krank, um bei dieser Kälte spazieren zu gehen? Ich brauche frische Luft. Also dann? Hier geht es doch zum Haus von Miyuki Kashima. Ja, allerdings. Oh, meine kleine Miyuki, ich brauche dich so sehr. Du weißt, dass ich dich liebe. Was ist los? Du bist so wunderschön. Eine holzgeschnitzte Puppe? Keksel? Heiraten? Genau. Was für eine unglaubliche Geschichte. Du nimmst doch diesen Quatsch nicht etwa ernst, Masato. Ich lasse nicht zu, dass Miyuki einen Fremden heiratet. Ihr kriegt sie auch nicht. Abwarten. Was sagt denn Miyuki zu der Geschichte? Sie sagt, er hat sich in Kanada ein bisschen um sie gekümmert und da wollte sie nicht unfreundlich sein. Also ich weiß nicht. Ich finde es gefährlich, ihn hier im Haus wohnen zu lassen. Er könnte leicht auf falsche Gedanken kommen. So ein Blödsinn. Vielleicht hat er es von Anfang an darauf abgesehen. Er muss sich ja Tatsachen schaffen, damit Miyuki nicht mehr Nein sagen kann und ihn heiraten muss. Eine schreckliche Vorstellung. Das ist doch absurd! Ich gebe dir mein Wort als Mann. Ich werde Miyuki vor diesem kanadischen Ungeheuer schützen. Überlass das nur mir. Ich bin stärker als du. Hör auf zu streiten. Miyuki ist in Gefahr. In diesem besonderen Fall sollten wir uns verbünden. Auf Tiger und Drachen! Wir werden ihm zeigen, was japanische Männer für Kerle sind. Wir sind Weltmeister in allen Kampfsportarten. Jetzt drehen Sie völlig durch. Hallo, George. Hast du Lust, mit uns ein Yukikaki zu machen? Was ist das? Eine Schneeballschlacht? Ja, sowas ähnliches. Was habt ihr vor? Wir lassen uns zeigen, wie man in Kanada Schnee schaufelt. Ah, der Schnee muss runter. Ich verstehe. Überlass das nur mir. Ich habe Bärenkräfte. Na, warte, du Monster. Ein Tiger, ein Drachen und ein Bär? Bin ich hier im Zirkus oder im Zoo? Was? Die drei sind verrückt. Erste Runde, 2-1. Der Gong ertönt im Kampf um Miyukis Liebe.